Schön, dass Sie sich für den grünen Veltliner Velu etwas genauer interessieren. Das ist ein Wein, der mir besonders am Herzen liegt. Wir sind in Österreich unterwegs. Klar, wenn wir an Österreich denken, weiße Rebsorte, fällt uns sofort der grüne Veltliner ein. Wir sind im Weinviertel unterwegs, so gute 80 Kilometer von Wien entfernt. Und der Hannes Zillinger ist einer unserer Lieblingswinzer aus Österreich. Der Wein, es gibt so viel über ihn zu erzählen, weiß gar nicht, wo man anfangen soll, deswegen Stück für Stück. Und warum liegt mir ganz persönlich dieser grüne Veltliner Velu so am Herzen und warum mag ich den so gern? Ich mag ihn, weil es so ein ganz leichter, ganz tänzelnder grüner Veltliner ist. Ich selber mag auch Weine nicht so gern, so große Alkoholbomben, und da spielt eben der Velu unglaublich schön rein. Mit gerade mal 11,5 Volumenprozent Alkohol ist es wirklich sehr, sehr dezent vom Alkoholgehalt, und das machen auch die Weine von Johannes Zillinger aus. Johannes Zillinger ist mit dem Thema Bio-Wein groß geworden. Sein Papa, der war schon so ein Vorreiter dort in der Region und war einer der ersten, die ihre Weinberge nach biologischen Prinzipien bewirtschaftet haben, und somit ist der Johannes ja ganz selbstverständlich mit diesem Thema groß geworden. Er selber ist dann noch den nächsten Schritt gegangen vor einigen Jahren, hat den Schritt zur biodynamischen Bewirtschaftung noch gewagt. Also hier der Velu ist auch Demeter zertifiziert. Und ja, der Johannes ist so ein Getriebener im Weinkeller. Der macht ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Zum einen werden alle Moste komplett spontan vergoren. Das heißt, er benutzt keine Reinzuchthefen, sondern eben die weinbergseigenen Hefen, die entweder draußen vom Weinberg mit reinkommen, die sitzen da so auf der Bärenhaut mit drauf, oder eben diese Hefekultur noch, die im Weinkeller über Jahre lang sich gebildet haben und die dann eben diesen Most besiedeln, und dann fängt dieser Most ganz langsam zum Gären an. Und durch diesen Einsatz, oder besser gesagt durch diesen Verzicht von Reinzuchthefen, werden die Weine natürlich nochmal um einiges individueller und charaktervoller. Johannes Zillinger presst einen Teil von den Trauben ganz normal ab, einen Teil davon lässt er zusammen mit der Bärenhaut vergären. Das extrahiert nochmal mehr von diesen Phenolen, die in der Bärenhaut und in den Traubenkernen da sind. Dadurch kommt nochmal wesentlich mehr Struktur in diesen Wein rein. Ein Teil davon packt er in Amphoren. Johannes Zillinger ist ein großer Fan von den Amphoren aus Georgien. Hat er uns bei unserem Besuch am Weingut auch ganz stolz präsentiert. Und ja, somit geht er irgendwie ganz verschiedene Wege mit diesem Most im Ausbau. Das Ganze wird dann gelagert im Edelstahltank, im großen Holz, dann auch wieder relativ lang auf der Hefe. Und tja, und ganz am Schluss werden diese ganzen einzelnen Partien dann wieder zusammenküvettiert, und heraus kommt wirklich so ein unglaublich komplexer, toller, grüner Veltliner. Und wenn Sie den im Glas haben, dann fällt Ihnen vielleicht auf, der ist ja gar nicht mal so ganz klar, sondern der ist so ein bisschen leicht getrübt. Keine Sorge, das gehört so. Der Johannes Zillinger, der will so wenig wie möglich in diese Weine eingreifen, in die innere Struktur von den Weinen eingreifen. Er versteht seine Weine wirklich als Naturprodukt, und deswegen verzichtet er auf eine Filtration, und deswegen kommt hier dieser grüne Veltliner Velu auch so ein bisschen ja leicht trüb ins Glas. Das sind eben ganz normale Trübstoffe. Wenn wir reinriechen, ist er unglaublich frisch. Es kommen ganz, ganz tolle Zitrusaromen durch. Es kommt unglaublich schöner grüner Apfel durch, so ein schöner, saftiger, grüner Granny Smith. Wir haben noch ein bisschen Stachelbeere mit dabei. Ganz klar, beim grünen Veltliner kommt noch diese schöne Würzigkeit mit dazu, dieses Pfefferl, wie es immer in Österreich so schön heißt. Also so ein bisschen diese leichte Pfeffernote noch mit dabei. Und es hat dieses längere Hefelager natürlich auch so seine Spuren hinterlassen. Und wir haben noch so eine deutliche Hefearomatik hier mit drin.
Das ist ein Wein, der zaubert mir immer so ein Lachen aufs Gesicht, wenn beim ersten Schluck schon. Er ist so unglaublich tänzelnd, leichtfüßig, wie gesagt, relativ schlank vom Alkohol, 11,5. Die Säure ist da, die ist aber unglaublich schön eingebunden. Und dann ist es ein Wein, der unglaublich lang ist. Also ich kann locker 12 Sekunden zählen und ich habe diesen Wein immer noch im Geschmack, hier im Mund mit einer unglaublichen Präsenz. Und es ist ein Wein, der herrlich zum Solo-Trinken gedacht ist, der aber natürlich aufgrund seiner besonderen Mundstruktur nochmal ein unglaublich schöner Essensbegleiter ist. Also alles, was ein bisschen in diese leichteren Gerichte reingeht. Ein Frischkäse ist zum Beispiel super schön dazu, mit irgendwelchen frischen Kräutern noch angemacht. Ganz dezente asiatische Gerichte kann ich mir noch gut dazu vorstellen. Unglaublich schön leichte vegetarische Gerichte. Also man kann ihn ganz, ganz vielfältig einsetzen. Es ist ein Wein, wie gesagt, der ist so etwas komplexer. Deswegen auch ein bisschen wärmer trinken, ruhig so um die 12 Grad, dann lösen sich noch mal ganz viel von diesen ganz, ganz tollen unterschiedlichen Aromen und das ist einfach ein Wein, der ganz, ganz viel Spaß macht.